Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty mit meiner bereits 35. Folge, immer noch am 10.07.2022 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, wie immer erstmal ein herzliches Dankeschön und zwar diesmal an Timmy Sam. Timmy Sam hat nämlich am 8.11.2021 ein öffentlich sichtbares Abo auf YouTube hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 623. Timmy verschwindet jetzt aber wieder und kleiner Hinweis noch vorab. Für diejenigen unter euch, die neu eingeschaltet haben in dieses Projekt und vielleicht die vorigen Folgen nicht gesehen haben. Es ist die Sonntagsfolge, die geht bei mir mindestens 45 Minuten, weil ab morgen gibt es dann wieder Mount & Blade, danach die Woche ein anderes Spiel, danach die Woche ein anderes Spiel und dann erst wieder Medieval Dynasty. Also momentan sind es aktuell 4 aktive Let's Plays, die ich immer wöchentlich ein bisschen abwechseln lasse. Wenn ihr wissen wollt, wann kommt denn die 36. Folge, guckt einfach in die Kanalinfo oder unten rechts auf das Kanalbanner. Da gibt's etwas, das nenne ich Veröffentlichungsplan. Das ist eine Art Kalender. Da trage ich immer ungefähr einen Monat im Voraus ein, wann kommt denn welches Spiel dran. Es kann natürlich kurzfristig noch Änderungen geben, wenn ein neues Spiel rauskommt, was ich unbedingt Let's Playen wollte, wo ich schon lange drauf gewartet habe. Da gibt's ja einige Kandidaten und so weiter und so fort. Nun gut. Einmal muss ich kurz speichern. Habe ich mich schon wieder vergessen zwischen den Folgen, es tut mir leid. Und dann geht's jetzt los. Wie ich schon angekündigt habe, der nächste Tag ist angebrochen. Und was habe ich in der letzten Folge vergessen? Was habe ich einfach drüben in dem Dorf verkauft? Das Leder für die Dame. Die Dame, die doch hier irgendwo noch rumläuft, die Amelia ist das, glaube ich. Ist das zufälligerweise sie? Nö. Sie? Nö. Moment. Tagebuch. Alte Lumpen. Aktivieren. Da irgendwo ist sie. Ah, mitten auf dem Feld steht sie und beobachtet den Wind im Baum. In den Bäumen. Hallo. Schnell, hast du, was ich brauche? Ich hab es eilig. Entspann dich, ich hab alles hier wie versprochen. Wunderbar. 50 fette Reputation, 2 super wertvolle Leinengarn. Und noch 75 Münzen. Finde ich geil. Leingarn. Kommt sofort hier rein. Ach, hier habe ich auch noch Leder drin, ich Idiot. Warte mal, Flachshalme? Ah, nee, alles gut. Nee, alles gut. Ich dachte gerade Flachs an sich, weil aus Flachs wiederum mache ich ja Halme und Leinensamen. Alles gut. Was wollte ich? Ich wollte das hier weglegen. Und wie ihr im Inventar schon sehen könnt, ich war schon wieder fleißig. Die Tontasse gehe ich jetzt doch verkaufen. Ich habe nicht gewusst, es geht nur mit Vasen. Man kann nur Ton, Vasen jeglicher Form und Art mit einem Blümchen bestücken und los geht das. Dann 25 Pilzsuppen hergestellt. Dazu wiederum noch eine kleine Erläuterung. Die Produktion von Leder habe ich jetzt wieder runtergeschraubt und stattdessen bin ich jetzt bei fast 90 Fleisch wieder pro Tag, weil wenn ich schon hunderte von Pilze ersammle in einer Jahreszeit, dann will ich die auch verarbeiten zur Pilzsuppe. Denn immerhin 15 Taler haben oder nicht haben. Oder alternativ, wenn doch die Nahrung knapp werden sollte, aus irgendwelchen Gründen, einer der Jäger stirbt zum Beispiel und ich kriege so schnell keinen gescheiten Jäger wieder ran. Ich weiß nicht, ob die sterben können, einfach so. Aber irgendwie sowas im Dreh passiert, dann habe ich wenigstens auch die Möglichkeit, Pilzsuppen schnell selber herzustellen und in unseren Nahrungsmittelvorrat reinzulegen. Dann habe ich hier ein bisschen aussortiert. Holzschalen und Eimer habe ich noch hergestellt. Auf Vorrat, weil zum einen hat unser Brunnenmeister gerade nichts zu tun, weil er keine Eimer findet. Ist jetzt aber nicht so schlimm, weil die Leute haben alle keinen Durst. Aber ich habe ja noch vor, dieses Haus dort, das Haus dort, später dann bewohnen zu lassen. Vielleicht passiert das jetzt noch während der nächsten Maßnahmen, die ich vorhabe. Deswegen kommen jetzt hier erstmal Eimer rein. Holzschalen lege ich jetzt auch hier rein, weil die nehme ich ja sowieso immer von hier raus. Fand ich ein bisschen blöd, finde ich ehrlich gesagt, aber gut. Und ich habe schwer Sachen zum Verkaufen vorbereitet, denn ich soll jetzt wieder mit Sambor sprechen. Das heißt, ihr kennt das Spielchen. Es gibt jetzt hier wieder eine spontane Teleportation. Aber, Moment, vorher muss ich den Timer anhalten. Jetzt habe ich bloß dummerweise die Tastensperre drin. So, also dann. Pschuh! So, diesmal hat es wieder wunderbar funktioniert mit der spontanen Teleportation. Son Goku sei Dank. Wir sind erstmal in Gustovia angekommen. Nicht nur Sambor möchte mit uns sprechen, Alvin ja auch. Vorher wollte ich aber Dinge verkaufen. Lieber Schlechtwetter ist zu, oder was? Aber hier ist ein wartender Gast. Wer bist du eigentlich? Achso, Barnim. Hey Unigost, alt fit? Ja? Ciao. Wo ist deine Frau? Oh Scheiß, wo ist die? Das ist sie nicht, ne? Nee, aber der können wir auch was geben.
Zeig mir deine Waren. Du bist ja die Nahrungstante. Moment, die ist immer noch pleite? Fug. Das wusste ich nicht. Ich dachte, den nächsten Tag hat die wieder was, weil die schon ein bisschen was verkauft hat. Doppeljäger. Bitte sag, dass du noch gut. Die hat noch gut. Die hat noch gut. Hier 375. Hier noch die Säckchen 475. Die Tontasse. Und ich habe ein Brett zu viel dabei. Okay, dann geht's gleich mit raus. Dann belastet das nicht unnötig mein Inventar. Denn mit der ganzen Ausrüstung, die ich jetzt hier mit mir rumtrage, habe ich allein schon wieder rund 13 Kilo. Ist nicht wenig, ne? Wie wir wissen. Ja, ebenso. So, Alvin, mein Freund, du hast was zum Besprechen. Ich hoffe, das ist irgendwas, was ich mit Sambor vereint, weil mit dem muss ich auch noch sprechen. Wo ist er denn? Hä? Ach Mensch, er war hinter mir. Okay. Alvin, Hallöchen. Hallo! Oh, ich kann etwas Feuer in diesen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach? Du hast es, du hast nicht ganz Unrecht. Nee, Quatsch, anders. Reiß dich zusammen, Robin. Jo, da hast du nicht ganz Unrecht. Ich habe vor, eine Zielscheibe aufzustellen. Hilfst du mir dabei? Sicher. Hab ich eine Wahl? Diese Frage habe ich nicht gehört. Stroh kann ich uns leicht beschaffen, aber wir könnten außerdem Holzstämme und einen Hammer gebrauchen. Dein Ernst? Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Mist. Also dann, ich brauche erstmal eine Axt. Ich habe jetzt natürlich keine bei. Gehe ich also in den Wald. Der irgendwo hier oben anfangen müsste. Oder auch nicht. Aber wer weiß, vielleicht finde ich jetzt wieder irgendwo einen Wagen auf der Suche nach Material für eine Axt. Und da sind dann einfach mal ein paar Eisenäxte oder so drin. Wäre ganz nice, ne? Warte mal, was genau brauche ich nochmal für eine Steinaxt? 10 Stock und 2 Stein. Okay. Stock. Stock. Stein. Immer noch ein Stein? Ah, hier vorne. So, jetzt noch Stöcker. Hier oben war irgendwo noch, genau. So, es geht ja zügig, ne? Das wissen wir ja mittlerweile alles. Ne, den Pilz wollte ich jetzt nicht sammeln, danke. Hier noch. Einen noch. Natürlich haben wir wieder 3 gekriegt, okay. Dann, zack, zack. So. Inventar. Inventar, Inventar, Inventar. Was wollte ich jetzt hier? Da. Verdammt nochmal. Sag mal, kann ich die eigentlich ausschmeißen? Geht das? Nee, mit der kann ich bloß blocken. Aber gut, blocken ist halt auch wichtig. Ja, okay. Kann man gebrauchen. Warum halt still? Ich muss dich bloß umhauen. Klar, ich habe jetzt keine Schaufel bei. Die mache ich mir jetzt aber auch nicht. Aber eine Frage, bitte. Was für eine Zierscheibe möchte der bauen, wenn er dafür 5 Baumstämme braucht? Oder Holzstämme. Hätten da nicht auch 2 gereicht? Oder Äste? So, machen wir noch einen Baum. Machen wir hier nochmal so ein Ahorn. Weil der Hammer kostet ja auch nochmal. Da brauche ich nochmal Zweige wahrscheinlich. Obwohl, ich müsste jetzt ja ausreichend Zweige bekommen. Au! Immer auf die Nase! Müsste ja ausreichend Zweige jetzt Stöcker bekommen haben durch das Fällen. Genau. So, du auch noch hier. Und du auch noch. Dann brauchen wir einen Holzhammer. So. Und haben sogar noch einen Holzstamm übrig. Mal gucken, ob wir den überhaupt noch brauchen werden. So. Bei dem Wetter, ey. Total am Pissen hier die ganze Zeit. Sorry für die Ausdrucksweise, aber ich mag Regen nicht. Außer er ist warm. Also so ein Sommerregen, das geht. So, Alvin. Wir können loslegen. Warum ist euer Getreide eigentlich schon erntebereit? Achso, es hat ja 2 Aussaatzeiten, stimmt. Hallo, bitte sehr. Wie geht es nun weiter? Ich weiß schon den richtigen Ort dafür. Komm mit, geh voran. Und schon wieder Reputation, geil. Gibt es auch eine Möglichkeit, langsam zu laufen? Nee. Da müsste es kriechen, ne? Ja, ist doch gut. Ich gehe doch bloß vorbei. Ich tue euch doch nichts. Mann. Oh. Nein.
Das wäre dann stehen, Robin. Oh. Nein, das wäre immer noch stehen, Robin. Oh. Nein, obwohl, was ist das? Ach nee, Stroh, okay. Bei Flachs würde ich mir das echt noch überlegen, ne? Ich brauche echt mehr Samen für den Anfang. Oder ich müsste mir echt mal überlegen, jetzt wo ich dann doch wieder ein bisschen gut finanziell dastehe, mir ein paar Leinensamen noch zu kaufen von den Leutchen hier aus Gostovia. Ach hier, meinst du? Das ist gar nicht mal so schlecht, die Stille, hat er recht. So, und du? Sprich mit Alvin, okay. Das ist die perfekte Stille, was denkst du? Das sieht gut aus. Was kommt als nächstes? Als nächstes werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser darin. Ja, klarer Fall von schnell gebaut. Aber warum hast du jetzt 5 verdammte Baumstämme dafür gebraucht? Entschuldigung. Alvin? Hallo? In Ordnung, mein Schießgeselle. Schau zu und lerne. Ich denke, 20 Meter Entfernung von der Zielscheibe sollten reichen. Zeig mir, was du kannst. Fein. 20 Meter? Was sind 20 Meter? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, ist ein gutes Stück. Moment. Bleib. Bleib. So ist fein. Entfernungsmarkierung. Gehen wir mal drüber hier. So. Oh, 20 Meter, okay. Gucken, ob ich das schaffe. 20 Punkte soll ich erreichen, okay. Bisschen höher halten, bisschen mehr rechts. Ah, er eiert schon. Hab ich getroffen? Oh, anscheinend nicht. Genauigkeit 76. Okay. Entfernung war 30 Meter sogar. Oh. Moment. Deren metrisches System scheint ein anderes zu sein als meins. Oder ich habe mich einfach verlaufen. Nein, nicht wegrollen. Ach, Mann. Komm, ich leg das Messer hier einfach hin. Das mache ich nicht nochmal. Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich will doch bloß eine Wegmarkierung haben. Oder Entfernungsmarkierung, Entfernungsmesser. Das waren jetzt 30 Meter, waren das? Krass. Ich hätte Schritte gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Okay. Wo ist der andere Pfeil an dich gelandet? Ich hätte ihn gerne wieder. Der müsste ja zu tief... Ah, hier ist er. Haha. Ja, gut, es war jetzt nicht ins Schwarze. Muss ich eingestehen. Okay. Ich habe nichts zu essen bei, oder? Oh, Mist. Hallo. Und so wird es gemacht. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du gut im Zielen bist. Ich kann nicht beides sein. Ich werde viel üben müssen, bevor ich es wirklich mit dir aufnehmen kann. Aber sei bereit. Bei unserem nächsten Schießwettbewerb werde ich es dir nicht mehr so leicht machen. Die Herausforderung nehme ich an. Bis zum nächsten Mal. Jetzt eine ganze Jahreszeit. Wir gehen zusammen, Boah. Sollte ich mir vorher was klein... Ich kaufe mir eine Kleinigkeit zu essen. Weil der Weg an sich ist auch weit. Ich habe da noch einen Rückweg und alles. Und ich kaufe mir die Leinsamen. Ja doch, ich kaufe mir noch mal Leinsamen. Ich habe jetzt 4 nur. Ich bräuchte aber theoretisch noch 86 weitere. So viele werde ich jetzt nicht kaufen. Oder? Mal gucken, wie teuer. Mal gucken, wie teuer. Hallöchen. Hast du Leinsamen? Und wenn ja, wie viele und wie teuer? Unter L... Nee, ne? Ja, keine Leinsamen.
Hätte aber Flachs. Ach Mensch, da sind sie doch, hier. Für 15. Da ist es ja schon günstiger, wenn ich den Flachs kaufe, weil der kostet auch 15, aber da bekomme ich gleich noch Flachshalme draus und aus denen wiederum kann ich allein einen Garn herstellen, was ja noch teurer ist. 3,6 Kilo? Was kostet der Spaß? 2430, nein! Achso, ich war auf was anderes drauf. Moment. 1000. Ist auch echt nicht wenig, ne? Aber es ist halt eine Investition. Wenn ich jetzt 46 kaufe, dann habe ich mit den Leinensamen, die ich zu Hause habe, 50. Das ist mehr als die Hälfte vom Feld. Dann hat sich das wenigstens mit dem Dünger gelohnt, weil ich halt nicht weiß, ob die nicht bepflanzten Felder den Dünger dann verbrauchen bis dahin. Es muss mal sein. Haben wir mal ein bisschen investiert. Dann werde ich das schön zu Hause dreschen und dann haben wir daraus dann Leinsamen und Flachshalme, die ich wiederum dann auch zu Leingarn verarbeiten kann. Was wiederum bedeutet, wir könnten auch im Winter die Fischerei wieder in Betrieb nehmen. Weil mit dem Leingarn konnte ich ja, glaube ich, die Fischernetze herstellen. Und oder die Harpunen, aber die, na, ich weiß nicht, kam damit nicht zurecht irgendwie. Gut, die KI schafft das nicht. Hier kommt, kriegst du Federn. Und eigentlich war ich hier. Achso, ich habe noch einen Stock dabei gehabt. Eigentlich war ich hier, weil ich eine Kleinigkeit zum Schnabulieren kaufen wollte und was Günstiges. Trinken kann ich ja aus dem Fluss. Ich bin jetzt einmal um das Gebäude rumgelaufen. Wieder typisch ich, ne? Ist hier zufällig jemand mit Landwirtschaft und Produktion auf Level 3? Nein. Obwohl er nah dran ist, der Stamir. Oder Star... Ich kann sie aussprechen. Stamir. Keine Ahnung. Verkaufst du? Nee. Du verkaufst aber. Bei dir weiß ich, dass du noch was hast. Ware zeigen. Was bringt das? Ui, nee, zu wenig. Hast du gebratenes Fleisch hier? Nee. Ah, die macht mehr Getränke als alles andere, wa? Ja, ja. Trockenfleisch für 12? Nee. Ich gehe mal bei der Kochtante gucken, die ich schon so ziemlich finanziell ruiniert habe. Dann hat die wenigstens wieder ein bisschen Geld. So. Die Adelina, genau. Hallöchen. Ach, guck mal in der Show. Bei ihr sind die Äpfel auch günstiger, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Apfelbrei 30. Ah, kostet aber 90 im Einkauf. Ah, hier wünschte ich mir die falschen Funktionen, wie man sie auch bei Kingdom Come hat. Wenn ich dringend was kaufen möchte, einfach mal schön falschen. Hier gebratenes Fleisch. Gibst du mir 10 Stück? Davon werde ich auf jeden Fall satt. Gemüsesuppe. Oh, 50, 25. Kann ich aber noch nicht herstellen. Noch lange nicht. Da brauche ich bei Kochen 1500 Technologiepunkte. See you soon. Obwohl, was heißt noch lange nicht? Wir haben jetzt so zwei Leute, die für uns kochen und mir wiederum Technologiepunkte bringen. So, auf zu Sambor. Und da ja nun auch Banditen da sind, lasse ich das jetzt in der Aufnahme drin, liebe Leute. Wenn nicht, dass ich dann die Aufnahme verpeile. Ich muss jetzt echt eine ganze Jahreszeit darauf warten, dass du... Oh, weißt du, also... Erst lässt er mich im Stich, dann lässt er mich warten. Dieser Typ, ey. Dieser Typ. Und ja, ich mach's gerade absichtlich durchs Wasser. Weil sauber werden. Obwohl, es regnet die ganze Zeit. Ich war schon sauber, wa? Oh, Hecht gefunden. Sehr gut. Die Hechte, wenn ich mich richtig erinnere, brachten ja am meisten Fischfilets, wenn man die gefangen nimmt. Vorausgesetzt, man lässt das in der Küche dann auch so machen. Ja, schwierig, ne? Oder ich nehme die selbst auseinander. Mal so einen Tagesfang auseinandernehmen am Abend ist mir wahrscheinlich lieber, als immer selbst alles manuell durchzubraten. Und ich glaube, ich sehe darin auch den Vorteil, der Fisch selber verliert der Haltbarkeit mit der Zeit. Und wenn ich dann aber daraus Filet mache, müsste das wieder 100% Haltbarkeit haben. Und man hat es ja dann gereinigt, entgrätet und so weiter und so fort. Ne? Also ist ja dann wieder wie frisch. Der Fisch war vorher grün, weil er schon so faulte, aber das Filet da drin war noch alt in Ordnung. Ne? Kennt man da so.
geht's hier eigentlich lang? Ach du Heilige. Noch tiefer in den Sumpf. Mal gucken, ob wir uns das irgendwann mal angucken werden. Vielleicht müssen wir auch aufgrund einer Quest doch irgendwann mal dahin. Aber so an sich wäre das vielleicht auch ein cooler Ort für eine Location, also für ein eigenes Dorf, ne? Aber auch saumäßig weit weg, muss ich gestehen, ne? Also da sollte man dann, wenn man das da machen möchte, ich glaube am Anfang sämtliche Quests erstmal ignorieren. Erstmal schön viel Geld scheffeln, so schnell wie möglich ein Pferd kaufen und Satteltaschen und dann erst mit den Quests anfangen, glaube ich. Oder Esel, was auch immer, so unten Reittier, womit man halt schneller unterwegs ist. Schnellreise fehlt im Spiel irgendwie. Ein bisschen, also situationsabhängig. Wenn mich so eine Quest einmal quer durch die ganze Karte hetzt, wünsche ich mir schon eine Schnellreise. So, zieh schon mal für alle Fälle. Wir kommen jetzt langsam wieder in die Gegend, wo die Wölfe sind. Und wie gesagt, hinter jeder Ecke könnte jetzt ein Bandit lauern. Zumindest glaube ich das jetzt so, also, nachdem uns ja die da angegriffen haben, obwohl. Das könnte auch geskriptet gewesen sein, dass es einfach mit der Mission zusammenhing. Und dass wirklich zufällige Banditen noch gar nicht da sind jetzt. Weil ich noch vielleicht so eine Art Noob-Schutz habe. Vielleicht kommen sie auch erst, wenn ich eine Palisade baue. Das heißt, ich brauche niemals eine Palisade. Oh, Alter. Blöder Vogel. Okay. War das nicht immer hier mit den Wölfen? Also ich will sie jetzt nicht beschwören. Also ich habe nichts dagegen, wenn sie nicht auftauchen. Hallo Fuchs. Ah ne, hier war das mit den Wölfen. Da ist er auch. Nee, den lasse ich mal schön leben. Leben und leben lassen, ne? Nur töten, wenn es sein muss. Gut. Heile Hände, schafft es, Sambor. Und lass mich raten, jetzt gibt's die Quest Töte Wölfe für mich. Moin, Großer, Altwit. Hab ich dir nicht gesagt, dass du mich in Frieden lassen sollst? Sambor, ich muss wissen, wo ich Kestrel finden kann. Verstehe. Und du willst es sofort wissen? Genau. Weil die Angelegenheit wichtig ist und ich warten kann? Ja. Wunderbar. Dann habe ich ein gutes Druckmittel. Ich will, dass du etwas für mich erledigst. Ach, komm schon. Du willst mich wirklich so ausnutzen? Ganz genau. Was muss getan werden? Du musst ein paar Dinge für mich besorgen. Die da sind rote Beete, Zwiebeln, Kohl und Karotten. Das meinst du doch wohl nicht ernst. Du willst, dass ich für dich einkaufen gehe? Gerade jetzt, wo es spannend wird? Ich werde ehrlich zu dir sein, Junge. Es ist mir egal. Bring mir mein Essen und du bekommst deine wertvolle Information. Sowas kann doch nur von einem schlechten Erzähler kommen. Gib nichts, das du dagegen tun kannst. Vielleicht soll es witzig sein. Aber besonders schlau, zynisch oder was auch immer? Gibt es dann keinen anderen Weg? Bekomme ich gar keine Wahlmöglichkeit? Ich würde sagen, nur wie du das Gemüse bekommst, ist dir überlassen. Das ist einfach faul. Moment, der gibt mir auch kein Geld dafür. Hör auf zu bellen und hol Hündchen. Oh, wie ich das hasse. Der gibt mir auch kein Geld dafür, der Sausack. Der gibt mir auch kein Geld dafür. Boah! 20 rote Beete und Zwiebeln und Kohl und Karotten. Alter. Das Gute ist, ich habe 20 Kohl und Karotten auf jeden Fall zu Hause. Zwiebeln nicht. Rote Beete auch nicht. Rote Beete hatte ich auch noch nie. Ich habe noch nicht mal ein rote Beete-Feld, wie mir einfällt. Schlecht. Was hier eigentlich? Achso, ja, ich muss ja immer noch Wiesent und Bär jagen. Ui. Okay, Leute. Ich würde sagen, ein Kinderspielchen. Wir sehen uns gleich wieder. Pschiu! So, und da hat es wieder mal funktioniert mit der Son Goku-Teleportation. Ich war noch in Gostovia. Sowohl bei Adelina als auch bei Dobonjäger und habe sämtliche Vorräte an Rote Beete und Zwiebeln von den beiden aufgekauft. Leider fehlen mir immer noch 5. Das ist natürlich mächtig gewaltig, Egon. Es ist jetzt auch schon wieder ziemlich spät. Es ist schon 18:35 Uhr. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich schnapp mir jetzt noch 20 Kohlen, 20 Karotten aus unseren Vorräten. Die müsste ich noch haben.
Jawollo. Gallomatico. Zack. Cool, auch nochmal 20. Und allein schon deswegen finde ich es noch mehr eine große Sauerei. Es ist so dermaßen viel Geld, was da jetzt in den Wind geht, weil aus dem Kohl, aus den Karotten, zusammen mit Fleisch, mache ich, und Holzschalen, mache ich halt richtig, richtig gute Suppen, die ich halt richtig gut verkaufen kann. So, dann werde ich jetzt aber mal kurz mit euch gemeinsam noch rübergehen. Und mal kurz einen kleinen Aufschluck haben. Entschuldigung. Hier noch Flachs dreschen. Das ging ja relativ zügig, wenn ich mich noch erinnere. Genau. Dauert weniger als eine Sekunde pro Schlag. Wunderbärchen. Und ihr seht, Flachs und Leinsamen. Wunderbärchen. So wollte ich es haben. Dann kann ich mich die Samen gleich hier in die Kiste legen. Den, Quatsch, Flachsheim und Leinsamen. Die Flachsheime lege ich dann schön auch in die Näherei. Dann können wir da demnächst mal schön noch Leinengarn draus machen oder ähnliches. Und das wiederum brauche ich auch wieder zum Nähen und so weiter und so fort. Das läuft schon mal. Sind wir auch gleich fertig. Dann können wir bestimmt gleich schlafen gehen. So, Plan ist jetzt, ich werde noch nach Denica gehen. Da gibt es ja auch noch eine Familie mit einem Acker. In der Hoffnung, die haben dann noch Zwiebeln und rote Beete für uns. Sonst habe ich ein Problem. Und zwar ein ziemlich mächtiges. Weil die vergammeln jetzt hier in meinem Inventar mit der Zeit, ne? Reinlegen, reinlegen, reinlegen. Die Samen. Sehr schön. Damit haben wir dann 50. Ich habe mich nicht verrechnet. Ich kann doch noch eins und eins zusammenzählen. Gut, manchmal bezweifle ich das. Aber das hat funktioniert. Immerhin. Noch irgendwas, was ich hier lasse? Ja klar, die Flachsheime, die lege ich gleich weg. Ich würde sogar noch mal mein gebratenes Fleisch auffüllen für den nächsten Tag schon mal. So. Ja, es wächst. Es wird mehr. Nicht stark, auch nicht viel, aber es wird von Tag zu Tag mehr. Und solange die Produktion an rohem Fleisch gleich bleibt, ist alles in Ordnung. So, nimmst du hier noch mal 8 mit. Dann sind wir wieder bei vollen 10. Das sollte reichen. Wir gehen noch schnell zur Näherei. Legen die Halme da rein. Dann gehen wir schnell pennen und da mache ich wieder eine Teleportation, denke ich. Obwohl, ach komm, so weit ist das nicht. Da finde ich den Weg zu Sambo irgendwie viel weiter. Boah, 54. Wie viel braucht man für so ein Garn? 10. Also können wir 5 Garne herstellen. Okay. Nachdem ich das Schema gekauft habe. Na gut. Na gut. Zumindest können wir daraus weitere Bögen machen. Immerhin. So, Tag Frau, gut Tag Frau, tschüss Frau. War schön mit dir, bis morgen. Das ist Eheleben, ne? Zumindest das eines Dorfschulzen hier. Oh, fein gegessen. Tschüssi. Obwohl, doch, der Weg ist ein bisschen weit. Ich will noch so viel wie möglich von der Quest hier heute in die Folge mit reinbekommen. Deswegen, ihr kennt es, wir sehen uns gleich wieder. Piu! So, ihr Leute, da bin ich auch schon wieder angekommen mit Denica. Und wie mir gerade auffällt, was die falsche Familie? Was ist das falsche Dorf? Nee, das ist das mit der Palisade. Die hatten doch hier hinten einen Acker dran. Genau, und die Ziegen hier. Ja, 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 doch, ich bin richtig hier. Jetzt muss doch die richtige Person finden. Ihr. Rudolf? Dagobert. Frage. Jo, der hat... Auch nicht wenig. 5 davon. Rote Beete bitte auch. Bin ich unter R. H, J, K. Da! 5. Nice! Oh. Auch nicht günstig gewesen, die ganze Geschichte. Wenn wir uns das hier wieder angucken. Zum Glück hatte ich schon selber Kohl und Karotten auf Vorrat. Na, jetzt muss ich sie ihm natürlich bringen. Natürlich. Alles klar. Ihr kennt das Spielchen. Pew! So, und da sind wir auch schon wieder beim Lauf durch die Karte Simulator und befolge irgendwelche Quests für irgendwelche Idioten, die dich einfach nur Geld kosten und jetzt hoffentlich wenigstens eine ganz, ganz wertvolle Geschichte für uns haben. Was willst du? Hier ist dein dämliches Essen. Hm, schauen wir mal, ob auch alles da ist. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Sambo. Wo ist sie? Hey, wage es nicht so mit wo? Hornika.
Dein Ernst? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Warum? Warum zur Hölle lässt man sich solche bescheuerten Quests einfallen? Jetzt muss ich nach Hornika latschen, wo ich A, noch nie war und B, was wieder mal auf der anderen Seite der Karte ist. Und dafür lässt er mich hin und her latschen, um seine scheiß Gemüse zu bringen. Nur weil er sich zu fein ist, meinen Hasen zu schießen. Na gut, ich kann's verstehen, das ist echt übel, wenn man die erschießt und so, aber okay. Oh. Achso, nebenbei, ich hab Herstellung geskillt, weil ich hab mal einen Boxenstopp zu Hause eingerichtet, hab nochmal 15 Steinmesser hergestellt, weil unsere Jäger hatten nur noch eins auf Vorrat. Jetzt können wir ja mal gucken, was ich mir jetzt nächstes genehmige. Schnelleres Herstellen, okay? Und Handwerk ist allgemein alles Handwerk. Ach nee, Werkstatt und Schmiede. Okay. Dann gäbe es hier noch Baubesessenheit später und geübter Baumeister. Ausdauerverbrauch beim Bauen. Das geht eigentlich. Schnelleres Bauen. Nee, Kochen mache ich momentan am meisten. Deswegen skill ich hier drauf, ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich laufe jetzt nach Gostovia und von dort aus nehmen wir gemeinsam den Weg runter nach Hornika. Der auch ziemlich verworren aussieht, wie ich finde, aber gut, ist dann halt so. Also, dann, ja, ihr kennt das Spielchen, bis gleich. Pschu! So, da sind wir wieder beim Lauf durch die Karte-Simulator, Medieval Dynasty. Ich bin jetzt hier an der Brücke zu Gostovia, also da drüben irgendwo, da ist Gostovia. Ich dachte mir, ich hole euch einfach mal hier schon ab, weil den Weg kennen wir noch nicht. Den sind wir noch nicht zusammen gelaufen hier. Achso, Moment. Vorher noch eine Sache wollte ich noch erledigen. Mal schnell einen Schluck Wasser nehmen. Ich habe unterwegs gerade noch gegessen. Von dem gebratenen Fleisch, was ich noch hatte. Hab noch ein bisschen was übrig für den Rückweg, für den Heimweg. Ey, wehe, das lohnt sich nicht. Wehe, da kommt jetzt übelst das Mindblowing-Geschichtsding irgendwie um die Ecke geschossen. Oder sonst was für wichtige Infos. So, warte mal. Da tiefer rein jetzt, ne? Erstmal ganz tief rein bis zur nächsten Kreuzung. Alles klar. Und von dort aus geradeaus endlich. Boah, Alter, ist das ein scheiß Weg. Na gut, vielleicht finde ich ja dann noch irgendwie eine Höhle, Bärenjagdgebiet, etc. Obwohl ich ja vermutet hatte, dass die Bären in den Höhlen wären, dass man die erstmal freikämpfen muss sozusagen. Guck, da ist ein Wagen. Ich staune gerade selbst, dass ich den gesehen habe. Da haben wir doch schon mal ein Eisenmesser. Oh, schön. Was? Madeira-Wein. Ui. Die haben aber echt coole Handelsbeziehungen, wenn hier sogar Sachen aus dem Mittelmeer landen, ne? Krass. Ich glaube, wir sind hier in Tschechien, Böhmen, so in dem Dreh, ne? Lucky Cookie machen, Madeira-Wein. What? Das ist ein Geschenk. Diese Flasche teurer Wein wird perfekt für jemanden sein, der keine Angst vor einem Kater hat. Kann deiner Angebeteten geschenkt werden. Oder ich kann einfach mal 500 daran verdienen. Wow. Und das Messerchen? 300. Okay. Liegt hier noch mehr? Eine Truhe? Voll mit, weiß ich nicht, Mithril-Erz? Kann ich mir jetzt gleich eine Zwergenrüstung machen oder so? Oder Zwergenhammer? Nicht? Okay, weiter geht's. Oh, hier sind sie auf jeden Fall durchgebrochen. Ah. Merke dir, Robin, solche Stellen könnten schon verraten, dass da was passiert ist. Wenn im Zaun eine Lücke ist und das so auf der Seite geworfen wurde oder liegt, kann man hier eigentlich... Ich muss es machen. Ich bin einfach neugierig. Ist hier vielleicht zufälligerweise... Da liegen Erze. Und eine Hacke. Ich dachte eigentlich, gerade kann man hier vielleicht einen Fischgrund entdecken, aber... Okay. Eine bronze Spitzhacke. Und hier ist tatsächlich ein Felsen zum Abbauen. Moment. Auf die 3. Wenn jetzt der Wasserfall über mich einstürzt, beende ich das Let's Play.
Aber echt ein schönes Fleckchen. Aber wieso da jetzt Eisenerz und sowas lag, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil es war eine normale Felsenwand. Oder diejenigen vor mir haben schon den ganzen anderen Rest abgebaut. Wenigstens habe ich die Spitzhacke bekommen. Lux, okay. Hirsch, okay. Lux immer noch okay. Hornika nach links, alles klar. Da vorne kommt ein Dachs. Jo. Wir wissen, die können auch aggressiv sein. Ich wollte mir jetzt nicht über den Weg laufen. Warte mal. Jetzt hier links oder rechts? Da lang, okay. Da ist ein Wiesent. Nochmal. Und hier hinter auch irgendwo. Ja, da. Hallöchen, guten Tag. Ich hab dezenten Respekt vor euch, nachdem ihr mich schon einmal getötet habt. Ich will euch lieber nicht stören. Auch wenn ich jetzt stärker bewaffnet bin als damals, trotzdem will ich das noch nicht wagen. Oh, wie schön das hier aussieht. Boah. Wow. Da wäre auch eine tolle Baufläche, so wie es ausschaut. Oh, ist das herrlich. Man muss ja nicht immer ein großes Dorf haben, ne? Man kann ja auch sagen, man macht ein kleines. Irgendwie begrenzt auf maximal 20 Leute, wenn überhaupt so viele. Muss man aber halt damit rechnen, dass man das meiste selber macht, ne? Aber für ein Let's Play bietet sich das halt dann nicht an. Deswegen dachte ich mir, ich versuche so autark wie möglich zu machen. Nicht dein Ernst! Geh weg! Hau ab, du! Wo ist die Sau?
Aber wie ich sehe, Männlein, Weiblein, man könnte sich eine Zucht aufbauen. Allein das Fohlen 5000, aber die werden auch viel Stroh brauchen zum Essen dann. Aber wo ist denn jetzt Kestrel? Lass mich raten, der hat mich verarscht, der Sambor, weil ich so unhöflich zu ihm war. Ich gehe jetzt in ihr Haus. Moin. Ich brauche eine Fackel. Oh, Vorratskammer. Entschuldigung. War keine Absicht. Kann ich mit euch sprechen und fragen, wo ich wen finde? Unterhalten? Nee. Wo finde ich? Nee, auch nicht. Goodbye. Mist. Ging das Dorf hier hinten weiter? Nee, hier ist schon Ausgang. Ja, Tore bräuchten sie noch, ne? Für alle Fälle. Wo geht's denn hier rein? Hier. Kann ich mich waschen? Nee. Moin! Wer bist du? Wildtruder! Sag sie mir! Timer, sei ruhig. Ich hab gesagt, es gibt eine Überlänge. Kann ich dich fragen? Greetings, Stranger. Wilde Tiere. Lol. Nee, danke. See you soon. Hi. Noch schlafen sie nicht. Jetzt muss ich echt... Pass auf, Leute. Ich werde mal kurz speichern. Speichern! Bevor ich jetzt echt noch die nicht mehr anquatschen kann und hier deswegen übernachten muss. Hier ist niemand. Geht's da oben noch weiter mit dem Dorf? Nee. Hier ist nur Produktion. Die wird sich doch bestimmt umbenannt haben. Kasimir? Oder muss ich vielleicht jede Frau hier anquatschen? Und weil die sich eigentlich nur umbenannt hat, Ostrobot? It's nice to meet you. Du hast was Interessantes gehört? Baranica, ich habe gehört, dass dort jemand in der Augen... Ah, okay. Take care. Also entweder hat der mich verarscht, der Sambor. Oder aber sie hat sich umbenannt. Ich quatsche jetzt einfach jeder an. In der Hoffnung, eine andere Dialogoption zu sehen. Wenn ich was sehen würde. Das hier ist eine Scheune. Hier wird keiner drin sein. Ist auch niemand eingeblendet. Eine Fackel ist doch gleich hinüber. Zum Glück habe ich noch eine weitere gefunden. Ist auch niemand drin. Wir können ja ziemlich weit gucken mit dem Ding, aber... Hier ist einfach keiner! Und es ist stockduster! Ich sehe trotz Fackel nichts! Hab ich Stöcker bei? Nö. Ich übernachte hier kurz, Leute. Das bringt so nichts. Ich würde hier gerne rüberspringen. Ach so, warte. Ja, komm ich da noch ran? Moment. Ich schaff das. Jo! Siehst du, ich wusste, ich schaff das. Schön gegengelaufen. Pferde, seid ganz ruhig. Ich will bloß ein Feuerchen machen. Also nicht in eurem Stall und so. Ich will einfach bloß mir eine Möglichkeit zum Übernachten bauen. So, hier geht's ja wieder raus. Ach, wieder falsch. Hier, zack, zack. Mal gucken, wo ich dann wieder darf. Na, wo darf ich denn? Oh. Wo ist die Straße hin?
hohem Berg, sah runter ins tiefe Tal. Ein Schifflein sah ich schweben, darin drei Grafen waren. Kestrel, bist du das? Ich bin Razimir, Lordans Neffe. Oh, erwähn doch nicht diesen Namen. Guck sie dir doch an, die Frau. Wiede, wiede, Wenne, so heißt meine Henne. Oh, wie brav, so heißt mein Schaf. Schlüpf hinaus, heißt meine Maus. Kestrel, bist du irgendwo da drin? Hörst du mich? Die warmen Vöglein trauern sehr. Sie haben keine Heimat mehr. Wir müssen jetzt von hinnen fliehen und in die weite Fremde ziehen. Das hat keinen Sinn. Du bist betrunken wie ein Seemann. Ha! Ich weiß, was ich mache. Ich hole dir einen Trank, der dich wieder zu Verstand bringen wird. Junge Klein ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stehen ihm gut. Ist gar wohlgemut. Keine Sorge, Kestrel. Ich komme wieder. Schon außen einen Stimmungstrank besorgen? Kann ich den hier kaufen? Oder hier vielleicht? Bei dir? Hi. Du, ist ziemlich dringend. Nee. Lass mich raten. Den finde ich nur in Kräuterhütten. Wo sehe ich ein bisschen, was an Kräuter zu hängen hat, ne? Habt ihr im Allgemeinen Kräuterhütte hier? Achso, mach die Fackel aus. Ihr habt keine Kräuterhütte. Ich muss jetzt nicht wieder quer durch die ganze Karte latschen, um diesen Trank zu kaufen. Wer bist du? Sie haben eine Schneiderin hier, Viehstall, dann den Grabungshallen, Schmied. Hier noch ein Koch. Hast du zufällig? Man weiß ja nicht. Hello, traveler. Questbedingt vielleicht? Nee. Kein Ausnüchterungstrank. See you soon. Was zeigt er mir denn auf der Karte an, deswegen? Achso, Karte? Ja, scheißegal wo, Hauptsache ranbekommen, ne? Okay, Leute, das wird mir jetzt dann doch zu lang und zu viel. Dann würde ich jetzt hier noch eine Stunde sitzen, wahrscheinlich, bis ich so ein Ding gefunden habe. Immer wieder mit dem Teleportationsschnitt und alles. Schade, dass ich das jetzt nicht zu Ende führen konnte. Ist ein bisschen ärgerlich, okay, aber ist dann halt so, ne? Müssen wir jetzt alle durch, als durch, wenn man Frosch wird. Warte mal, der Schmied. Vielleicht ist der Dauerstrahler und braucht immer wieder solche Dinge. Hast du so einen Vorrat? Hätte mich auch gewundert. See you soon. Ja, see you soon. Ist das blöd jetzt. Es hat kein Kräuterhaini hier, ne? Guck mal auf den Kompass irgendwo bemerkt. Koch habe ich ja schon geguckt. Nee. Gut, Leute, nee, ich breche das jetzt hier ab, sonst würde ich hier noch bis 24 Uhr sitzen. Ich habe noch was anderes zu tun. Schlafen zum Beispiel. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet doch einfach in ein paar Wochen wieder rein. Oder wenn ihr wollt, ab morgen bei Mount & Blade 2 wieder. Ich wünsche euch noch einen schicken Sonntagabend. Macht's gut und bis bald. Ciao.